Ja, hallo Leute, willkommen zurück bei einer neuen Folge von Rhyme of Kings. Viel ist passiert im Spiel. Ich zeige euch hier mal meine neue Behausung. Es kamen ja zwei Vibes dicht hintereinander, sprich zwei Beben, die alles zerstört haben bei uns im Lande. Das ist jetzt mein neuer Betrieb. Ich habe versucht, wieder kleiner zu bauen. Und ja, das ist im Endeffekt der Hauptraum hier mit der Werkbank, der kleinen Schlafecke, meinen ein wenig versteckten Safe-Raum hier hinter. So, dass man, wenn man schon hier guckt, dann denkt, okay, das ist so die Schlafecke. Bin noch am Überlegen, ob man hier noch irgendwie das versucht, ein bisschen zu kaschieren. Wird aber schwierig, weil dann sieht es von außen auch nicht mehr so schön aus. Die Quest ist hier hinter wieder eingemauert. Gefällt mir hier nicht ganz. Ich hätte es am liebsten natürlich aus Gittern, die hier so rumgehen, aber das kann man ja nicht setzen in dem Spiel. Da hat man so eine große Lücke und könnte da durchschlagen. Und ja, ich würde einfach auf Nummer sicher gehen, wenn hier einer hochkommt auf den Server, der sich nicht an die Regeln hält, dass er keine Chance hat, meine Quest abzubauen. Und hier oben ist quasi die Schatzkammer. Man sieht es von unten eigentlich schlecht, dass hier Kisten stehen. Also, wenn man es nicht weiß. Und dadurch habe ich einfach das Dach gespart. Ich habe auch versucht, so wenig hoch wie möglich zu kommen. Dadurch hier mit den Schrägen gearbeitet. Auch hier habe ich getrickst, weil die Wand im Endeffekt hier schon endet und man dann noch einen Block nach außen hätte gehen müssen. Da habe ich dann diese Holzfenster hier gesetzt. So hat es eine Wand ergeben. Ich habe noch einen Block mehr gehabt, konnte hier alles so weit hinsetzen. Das ist meine Falluke für mich, die nach unten führt. Und dann kann ich gleich einsehen, was denn meine Gefangenen machen, wenn einer reingeht. Ich habe hier zwei Türen, weil ich denn, wenn ich hier Zombies anlocke, durch die erste Tür durch kann, ihn hier reinlocken, da ist auch schon die erste Fallspitzenfalle. Und kann dann hier hinten wieder rausgehen. Und schnell zumachen, dann ist der Zombie hier drinnen eingesperrt. Dann habe ich im Endeffekt Spitzen drinnen und einen Zombie drinnen. Das reicht dann in der Regel aus. Ja, von außen sieht das so aus. Überall die Banner. Die Eingangstreppe. Hier ist wieder meine patentierte Falle, die dann nach unten geht. Und man sieht schon, wenn man da reinrennt, landet man auch genau bei der Spitze. Vielleicht packe ich hier auch noch eine hin. Aber mit den Zombies fangen und reinlocken ist es dann immer so eine Sache, weil man dann teilweise über die Fallen mit rüber rennt. Kommt man hier vorbei? Okay, man könnte vielleicht vorbeikommen. Ja, so viel zu den Sicherungsmaßnahmen. Die Feuer oben sind für die Kohle. Außerdem sieht es dann so ein bisschen schön beleuchtet aus. Dann brennen so die Feuer da oben. Dann habe ich quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Der Brunnen steht jetzt außen. Da war kein Platz mehr für. Aber wenn man die ersten Tage genug Wasser gesammelt hat, hat man da eh immer einen Überschuss. Hier nochmal von außen, wie ich das gemacht habe mit der Wand. Weil ich hier nicht nochmal in Blöcke nach außen gehen wollte. Mit den Schrägen, die so ein bisschen aussehen wie so ein Bollwerk denn. Ja. Und so habe ich alles reingekriegt. Bin hier 8x8 unten mit den Blöcken. Also sehr kompakt und klein. Vor allem eigentlich ist wirklich nur das die Grundfläche von dem Weißen. Das ist eigentlich nur Deko und geht hier nach außen hin. Oben wird es dann ein bisschen breiter. Ja, so viel zu der Hütte hier. Ich bin dolle im Verzug mit meinen Aufnahmen und habe da echt viel Material, wo ich schöne Videos und Folgen rausschneiden kann. Ich weiß noch nicht genau, vielleicht setze ich mich heute mal wieder ran, schneide ein paar Folgen. Wenn, dann mache ich meistens immer gleich drei, vier Stück, dass ich mal wieder was habe. Ansonsten kommt das Video erstmal. Hier übrigens gerade aktuell ein wenig Schwarzarbeit.
sozusagen heimlich im Wald. Ist gerade keiner weiter on. Ich brauchte ein bisschen Eisen. Und nach Lebenslauf kann ich ja sogar Eisenbahn einschmelzen, aber im Endeffekt haben wir es ja jetzt so gemacht. Oh, es backt gerade rum. Die Bären. Haben wir es ja so gemacht, dass ich wirklich nur noch Steinmetz bin. Und hier auch wirklich außer der Werkbank nichts weiter habe. Finde ich auch gut so, weil man sich echt wirklich alles original und fair erhandelt hat und dadurch das Roleplay gefördert wurde. Und mir ist jetzt passiert beim Umbau, dass mir die ganzen Gitterstäbe weggebackt sind, weil mein Inventar voll war. Das gestern Abend zu später Stunde gemacht und habe das nicht mehr mitgekriegt. Auf einmal gucke ich, will meine Sachen zumachen, dann sind die ganzen Gitterstäbe weg. Und dann bin ich heute Morgen reingekommen, wollte die natürlich wieder hinsetzen, damit ich jetzt auch das Video machen kann, euch zeigen kann. Und wollte das Haus dann fertig haben. Und dementsprechend habe ich dann eine Fuhre Eisen geholt und schmelze die jetzt mal ein. Der eine oder andere macht auch hier immer mal ein bisschen Schwarzarbeit unter der Hand. Und so denke ich, ist das auch Roleplay-technisch ganz, ganz gut gemacht, weil das gibt es ja nur immer mal wieder. Wer natürlich seine Öfen bei sich ins Haus reinbaut, das ist dann schon wieder ein bisschen eigenartig, grenzwertig, weil die Milizen kommen ja auch vorbei, machen Hausdurchsuchungen. Und da sollte es dann auch Strafen und Bußgelder geben. Und apropos Milizen, gestern war ja die Aktion, wo der König gestürzt wurde. Da wurde lange drauf hingearbeitet. So ist das ja immer in dem Spiel. Also mein Arbeitskollege hat zwischenzeitlich auch mal probiert. Aber ich glaube, er ist gar nicht so auf den Geschmack gekommen, weil es doch phasenweise ja doch sehr viel Farmen vorbereiten ist, sehr langatmig ist. Gerade wenn man dann auch ja, ein bisschen was vorzeigen will und kleine Prunkhäuser bauen will. Die sind ja immer sehr aufwendig in dem Spiel. Man braucht da schon seine Zeit, um das zusammenzukriegen. Und daher ist echt viel Vorbereitung. So war das auch mit dem König. Es hat im Endeffekt schon angefangen vor 3 oder 4 Tagen, wo der Gerrit seinen Stream hatte und die Gerichtsverhandlung war, wo, glaube ich, Gerrit und Ramjit, genau, wo die vor Gericht standen. Und da ging es ja schon so, dass der Rat gespalten und uneins war, dass der Delicatus auch im Endeffekt dann vom Rat ausgeschlossen wurde, der Arenameister wurde vom Rat ausgeschlossen. Ich habe mich natürlich taktisch noch zugunsten des Königs gestellt, wurde aber gleich am gleichen Abend von den Herren der Ragbaldur und auch den Delicatius aufgesucht und zu ihrer Scheune gebeten. Da bin ich dann hin des Nachts, hab da auch schöne Aufnahmen von. Und dann haben sie mir was von ihrer geheimen Bruderschaft verraten. Der König hat ja dann auch, weil er erzürnt war, weil er natürlich entführt wurde von den Freibeutern während der Gerichtsverhandlung, weil sich dann einige Landstreiche darüber amüsiert haben, dass er das mit der Miliz und so nicht so gut unter Kontrolle hat. Und dann hat er sich da ein bisschen veräppelt gefühlt und hat mehr oder weniger uns Landstreicher Bürger mit hohen Steuern belastet, 20%. Obwohl ja wir da unschuldig waren. Dementsprechend war das dann Unrecht. Und dann haben sich natürlich die Bürger formiert, zumindest einige, und haben halt eine Bruderschaft gegründet, um den König zu stürzen, im Verborgenen. Da wurde ich dann halt mit eingeladen. Da haben sie vorsichtig angefragt, wie ich dann zum König stehe. Da ich ja schon in meinen Lebenslauf von Anfang an geschrieben habe, dass ich nicht unbedingt für den König bin und gegen Steuern und Ausbeutung bin und im Endeffekt am liebsten einen freischaffenden Handwerker spiele, der sich seinen Wohlstand gerecht und fair selbst erarbeitet, aus eigener Kraft und nicht auf Kosten anderer lebt. Das ist im Endeffekt der Charakter, den ich hier spiele. Also ich will keinen ausbeuten oder austricksen. Und will aber auch natürlich weder Steuern noch Schutzgeld übertrieben zahlen. Man muss natürlich immer so ein bisschen nach den Regeln spielen. Es gibt dann Gesetze und es gibt auch Situationen, wo es dann angebracht ist, dass man Schutzgeld zahlt.
Aber das darf dann halt nicht überhand nehmen. Und sobald ich eine Chance sehe, da rauszukommen, nutze ich die natürlich. Und so in der Art und Weise spiele ich hier quasi den Charakter. Ja, und als sich dann dies mit der Bruderschaft im Endeffekt erhoben hat und wo dann die 20% Steuerlast waren, ich farme ja viel, da ist mir richtig viel durch die Lappen gegangen. Ich habe wesentlich länger gebraucht, meine Sachen zu bauen. Das gerade auch nach dem Vibe, wo im Endeffekt alle am Sammeln waren und ihre Rohstoffe brauchten, haben sich dann natürlich, also war ich gleich pro Bruderschaft, bin da eingetreten, gab es ein kleines Ritual, wir haben einen kleinen Geheimraum in der Scheune gehabt und viele andere Bürger natürlich auch. Und dann ging das weiter, man hat seine Geschäfte gemacht, hat weiter seine Sachen gebaut. Ich bin zum König, habe gute Miene gemacht, habe mir mein Begrüßungsgeld, also quasi mein Gesellengeld abgeholt, weil ich einen ehrbaren Ruf nachgehe. Habe mir auch mein Ratsgeld abgeholt, weil ich ja immer noch Mitglied im Rat war. Bin also gekonnt zweispurig gefahren. Und die Bruderschaft stellt dann immer Schilder auf vor dem jeweiligen Haus mit dem Symbol des Bruderschafts, der Bruderschaft. Das heißt, dass wir uns dann an der Scheune treffen und sind dann nachts in schwarzen Gewändern und mit den Holzmasken, das war unser Outfit, was wir da getragen haben, dahin, damit uns keiner erkennt, falls uns unterwegs einer sieht, dass wir da hinlaufen, in die Scheune rein, haben uns zur Versammlung getroffen und haben dann beratschlagt, wann und wie wir den König stürzen und wie wir es anstellen. Und im Endeffekt haben wir da auch einen guten Plan ausgemacht und haben dann die Messe genutzt, wo das ganze Volk versammelt ist, um da diese von den neuen Brüdern der Pastei die Predigt zu hören, weil das war die ideale Gelegenheit, zum Volk zu sprechen, ohne jetzt eine auffällige Versammlung selber einzurufen und auch den König und die komplette Miliz anzutreffen. Und dann war das Ziel, dass wir es im Idealfall schaffen, ohne Kampf die Milizen und den König zu überzeugen, abzutreten und überzulaufen und es quasi ein Herrschaftswechsel ohne Gewalt stattfindet. Und wir waren dann auch da, der Gerrit war da, der Stream war dann dort und haben sicherlich auch einige gesehen dann. Und das Ende vom Lied war natürlich, dass der König das nicht freiwillig machen wollte und die Situation sich auch so ein bisschen zugespitzt hat, beziehungsweise dann auch festgefahren ist. Wir haben dann ein geheimes Codewort ausgemacht und wenn das Brot gut schmeckt, heißt das ja, okay, Angriff. Und wenn das Brot salzig ist oder nicht gut schmeckt, dann Rückzug, es läuft nicht nach Plan. Und wir haben dann standen da. Wir hatten übrigens während der Versammlung auch noch beratschlagt, wer danach den Königsthron übernimmt, damit das nicht lange frei ist, damit da gleich im Endeffekt, weil das ja gefährlich ist, wegen den Freibeutern und auch wegen anderen Landstreichern, die vielleicht nicht nach Regeln spielen und einfach sie auf den Thron setzen, dass gleich jemand auf den Thron geht und wieder das Land in Ordnung hält, aber natürlich erstmal steuerfrei oder mit minimalen Steuern. Nur das Problem war, als wir da gerade abstimmen wollten und das entscheiden wollten, wer denn da nun der Nachfolger wird, kam die Miliz und hat an der Tür der Scheune geklopft. Die haben dann irgendwie was mitgekriegt durch Spitzeln. Höchstwahrscheinlich haben sie einfach nur gesehen, dass wir uns im TS versammelt haben. Aber gut. Jedenfalls standen sie auf einmal bei uns vor der Tür. Und wir waren alle im TS-Raum Scheune. Das heißt, lag natürlich nahe, dass da viele Leute in der Scheune sind. Dann wollten sie natürlich die Scheune durchsuchen. Wir waren aber in dem Geheimraum. Und dann ist nur der Delicatius und der Derag Baldur, die halt da auch tatsächlich arbeiten, rausgegangen, haben sie reingelassen, haben alles schön gezeigt. So und so sieht's aus. Keiner da. Sie haben dann da zwischen den Heuballen sozusagen gesucht und wir saßen dahinter versteckt. Und bevor sie dann tatsächlich uns doch noch entdecken, hat der Derag Baldur dann einen Ausgang geöffnet und wir sind hinten durch die Hintertür rausgerannt und direkt in den Wald rein. Und wir haben es schön geschafft, dass uns die Milizen überhaupt nicht gesehen haben. Die standen dann noch die ganze Zeit in der Scheune, sind
zum Glück auch alle drei reingerannt, keiner hat draußen Wache gehalten. Dadurch konnte man halt schön abhauen. Und ja, dann war ein ganz normales Gespräch, der Bauer war dann gastfreundlich, hat Essen, Trinken angeboten und so. Aber sie haben keinen von uns sehen können, auswendig machen können, wir sind abgehauen. Ich habe mich wieder umgezogen, meine normalen Sachen an, Maske ab, habe dann angefangen, Steine abzubauen, wieder zu mir nach Hause. Wollte dann im Endeffekt mich vorbereiten, weil die Messe kurz bevorstand. Gut, dann kam Gerrit mir noch über den Weg gelaufen. Das habt ihr sicherlich gemerkt im Twitch, dass ich da sehr unter Zeitdruck und sehr angespannt war, weil der Plan natürlich davor stand und wir nicht alles abklären konnten. Und da lief uns dann quasi die Zeit davon. Aber wir haben es dann halt soweit geschafft. Ich habe mich irgendwie dann auf den Weg gemacht. Bin dann noch zum Schmied kurz vorbei, habe mir noch meine Waffe geben lassen, habe sogar noch meinen Nachbarn mit einer Waffe ausgerüstet und habe den auch noch eingeweiht. Der war dann später auch noch auf unserer Seite. Und dann ging es im Endeffekt schon zur Abtei und ja, den Rest habt ihr ja gesehen, beziehungsweise werdet ihr auch in meinem Zusammenschnitt nochmal sehen. Und das Ende vom Lied war ja, dass der König dann. Also, dass wir uns bei den Verhandlungen mit dem König festgefahren hatten, zu keiner richtigen Einigung kam. Und dann das Codewort gefallen ist und wir dann zu den Waffen gegriffen haben. Und tatsächlich war es so, dass von den drei Milizen zwei gegen uns waren. Oder ich glaube sogar nur einer. Und ein Miliz ist dann auf die Seite der Bürger gewechselt und hat zu uns gehalten. Wir waren dann natürlich in der Überzahl, gut vorbereitet, haben dann da auch kurzen Prozess machen können. Und ich glaube, der König hat dann auch gar nicht so die Gefahr der Situation und das Wüten der Mobs gesehen. Also er hätte da mehr einlenken müssen, dann hätte er sein Leben nicht verloren. Aber in dem Fall ist er stur geblieben und dann ging natürlich durch die geplagten Steuern die wütende Meute auf den König los. Und ja, dementsprechend ist der König jetzt verstorben. Das Land war befreit. Und da wir das mit der Nachfolge nicht mehr klären konnten, da uns die Miliz da einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, haben wir dann einen Truchsess auf den Thron gesetzt. Das ist auch aktuell noch der Händler Derak Baldur, wenn ich das richtig sehe. Genau, der Wart. Ja, und da wird jetzt abgestimmt, wer der neue König ist. Ich glaube, das ist sogar schon im Forum. Da muss ich gerade noch mal gucken auch, dass ich da meine Stimme richtig abgebe. Ich wäre ja auch sehr für den Lord Johnny Bargeld, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich weiß nicht, ob er das machen will. Ja, und das waren eigentlich so die Geschehnisse da rundherum. Die Freibeuter haben nicht lange auf sich warten lassen. Der Thron war frei, das Land war frei. Es saß nur ein Wart auf dem Thron. Dann sind die natürlich losgezogen und haben geplündert und gemordet. Aber da hat sich die Bruderschaft natürlich in der Verantwortung gesehen und hat dann, also die eine Situation war auch noch ganz witzig, weil die Freibeuter sich anschleichen wollten und mich überfallen wollten. Da ich das aber dann vorher schon wieder gesehen bzw. geahnt hatte, bin ich von meinem Haus weggerannt und war hier auf dem Feld am Abbauen. Und auf einmal kamen sie wieder zu viert oder zu fünft dort hinten bei meinem Haus raus und sind auf meinen Nachbarn Wadenhart gestoßen. Den armen Kerl haben sie natürlich dann gemeuchelt, K.O. geschlagen, sagen wir mal lieber, und haben blöderweise fast alle seine Wertsachen erbeutet, weil er gerade am Kisten umziehen war. Das heißt, er hat gerade seine Sachen umgepackt und hat seinen Safe-Raum neu eingerichtet, hatte also seine ganzen Silbertaler alles im Inventar. Und die haben sie natürlich dann alle erbeutet, seine und die von seinen Gildenkamerad, der mit bei ihnen im Haus Unterschlupf gesucht hatte, der gerade nicht online war. Das war natürlich bitter. Ich habe sie dann gesehen, bin dann zur Pastei geflüchtet, zum Gotteshaus. Habe mich da am Beichtstuhl versteckt, habe da dann einen Brief an an den Wart und an die freien Söldner bzw. den verbliebenen Milizsoldaten gesendet. Da kam keine Hilfe, keine Unterstützung so schnell. Dementsprechend hat sich dann die Bruderschaft formiert und wir sind dann
weil wir ja im Endeffekt dann in der Verantwortung waren, weil wir haben ja den König auch gestürzt, sind wir dann los und sind auf die Freibeuter. Das Blöde war, dass wir in der Unterzahl waren, weil viele von uns dann auch schon offline waren. Und die Freibeuter meistens erst sehr spät abends, wenn die meisten schon langsam für die Arbeiten am nächsten Tag ins Bett gehen, online kommen und dann auf ihre Beute zugestarten. Ja, wir haben sie dann im Endeffekt trotzdem vertreiben können von dem Gebiet hier. Sie sind dann wieder in ihren Sumpf gezogen. Dort kam es zum Kampf. Da war ein bisschen unorganisiert. Ich kam dann knapp mit dem Leben davon, war komplett rot, habe mich dann im Endeffekt ergeben. Die haben mich aber auch laufen lassen, weil sie Angst um ihre Beute hatten, weil ja noch andere Landstreicher da waren und die am Turm geblieben sind und sie mich dann gejagt hatten. Und dann waren halt alle vier vom Turm weg und dann waren sie ein bisschen nervös und wollten schnell wieder zu ihrem Turm zurück, hat man gemerkt. Dementsprechend haben sie mich dann einfach laufen lassen, als ich meine Waffen niedergelegt hatte. Im Endeffekt habe ich sie nur weggesteckt und bin dann mit meinem ganzen Hab und Gut einfach weggegangen. Und dann haben wir uns neu formiert. Dann kam auch der Wart, der Milizsoldat, der neue Schatzmeister, der Sohn des Königs, also der Spieler, der den König gespielt hatte. Und wir haben uns als Bürger zusammengefunden und haben dann die Bedrohung nochmal alle zusammen bekämpft. Und dann waren wir auch in der Überzahl, standen vor dem Freibeuterhaus. Die hatten dann die Schankmaid entführt. Und durch unsere Überzahl und ein bisschen geschickte Verhandlungen durch den Der Baldur hatten wir dann auch ohne Gegenleistung die Schankmaid quasi einfordern können, dass sie die wieder freigelassen haben. Und also es kam dann nicht zum Kampf. Wir hätten gerne, also es waren viele von uns bei, die hätten gerne einen Kampf. Es zum Kampf kommen lassen, gerade weil wir auch dann in dem Moment eigentlich überlegen waren von der Manneskraft. Aber das passte auch nicht zum Roleplay, weil eigentlich sind wir ja Bauern und kämpfen nur im äußersten Notfall und so konnten wir es halt so lösen. Das war dann in dem Fall nicht schlecht und war ich eigentlich ganz zufrieden mit der Lösung. So, das war auf jeden Fall authentisch. Ja, der Schmied, der hier Öl und Stein, und Eisen abbauen darf, der hat jetzt im Endeffekt einen Handel abgeschlossen, dass der den Leuten wie heißen sie, Freibeuter zeigt, wie sie Öl abbauen können. Das war so ein kleiner Handel. Ich habe dann auch angeboten, wenn keiner anders online ist, also der Schmied nicht online ist, dass ich das auch zur Not machen kann, weil ich auch Spitzhacken habe und Gestein abbaue. Mal gucken, dann wird heute Abend vielleicht die Sache passieren. Aber ich gehe natürlich nur in absoluten Notfall hin. Als Zwerg, gerade weil ich so vorsichtig spiele und so einen vorsichtigen Charakter spiele, werde ich garantiert nicht alleine zu den Freibeutern in den Sumpf gehen. Weil die werden sich, denke ich mal, nicht an ihre Worte halten. Ja, ich habe jetzt die Zeit genutzt, weil wir ja ohne Miliz wieder sind oder wenn eine Miliz da ist, die meistens unterbesetzt sind und wir ja oft dann einfach ein freies Land haben, habe ich jetzt meine Sicherheitsvorkehrungen hier wieder verschärft, habe wieder eine Fallgrube eingebaut, die Fallen halt. Ich werde hier auch noch ein paar Bärenfallen spicken und sowas. Ja, ich denke, ich stelle hier noch ein Schild draußen hin, Vorsicht Fallen. Für die Kunden, dass die nicht einfach reinrennen. Und so geht das eigentlich seinen Gang. Das sind die Geschehnisse hier im Spiel gewesen. Und also es tut sich echt viel. Ich komme nur nicht hinterher mit den Videos schneiden und bearbeiten. Ja, aber da kommt garantiert auch wieder was. Und dann sag ich mal, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns. Ciao.